Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 2. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Romy. Und heute sollte tatsächlich, glaube ich, sogar schon die kleine Maus wieder Geburtstag haben. Also das... Obwohl, warum habe ich das denn gedacht? Ah nee, das war, glaube ich, vom Kleinkind zum Kinderalter. Aber sie hat auf jeden Fall noch Zeit. Das ist gut. Ich dachte schon, wir wären jetzt schon wieder so weit. Huiuiui, das wäre... schnell gewesen. Denen geht es aber zum Glück allen ganz gut soweit. Mehr oder minder zumindest. Und zum Glück ist hier jetzt auch Wochenende. Das heißt, die süße Riley kann auf jeden Fall sich auch ganz in Ruhe um alles kümmern, was sie so machen möchte. Ich habe mir noch gar nicht so genau ihre Persönlichkeit angeguckt, aber ich finde die eigentlich ganz schön. Ich finde interessant, dass sie sehr extrovertiert ist. Aber sie ist halt ein Widder, ne? Also finde ich gar nicht mal so schlecht eigentlich. Süßes Bild. Haben gar kein Essen mehr? Wow. Dann kann sie auf jeden Fall was zu Frühstück machen. Oh mein Gott, wir haben einfach schon wieder diese Viecher, ne? Ich hasse es. Die süße Maus ist auf jeden Fall schon wieder wach. Boah, sie wünscht sich sogar Hausaufgaben zu machen. Wie süß kann man sein? Ich finde ja traurig, dass ihr mit Spaßbedürfnis so krass schnell singt. Ich weiß gar nicht, was da los ist. So, ich habe jetzt das Ganze mal ein bisschen verschoben. Der ist irgendwie gerade in Gebrauch von irgendwem. Ich weiß nicht von wem. Aber... wenn man das so ein bisschen verschoben hat, dann kann man auch hier halt durchgehen. Das ist irgendwie ein bisschen besser. Süß, sie kocht erstmal. Die verbrennen aber leider richtig schnell am Anfang. Das finde ich immer richtig blöd. Warum auch immer der in Gebrauch ist. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, ich habe es resettet, dann ging's. Dauert nur Ewigkeiten, bis man endlich mal diesen Cheat hat, um die Sachen hier so halb nur zu verschieben. Aber ich habe es jetzt endlich mal. Tada! Jetzt ist ja rundherum ein bisschen mehr Platz. Erstmal speichern, oder? Kann sie ja mit ihrem Daddy mal Hausaufgaben machen. Und sie ruft jetzt mal wieder einen Kammerjäger an, weil es nervt so krass. Warum macht sie ihre Hausaufgaben nicht? Das ist absolut relatable. Und sie hat ihre Hausaufgaben gemacht. Sehr schön. Und sie würde gern mit Noelle Best Friends werden. Dann können wir sie ja eigentlich mal einladen, oder? So, Noelle. Weil sie braucht eh Spaß und dann kann sie sich ja auch mit ihrer Freundin... treffen. Da kommt sie ja schon. Du schläfst nicht im Bett deines Kindes. Warum kann ich sie nicht begrüßen? Sie geht immer weg. Warum geht sie immer weg? So, jetzt ging's. Mein Gott. Vielleicht könnt ihr mal Fangen spielen oder so. Das sollte gut Spaß und Freundschaft bringen. Und dann quatscht auch mal ein bisschen miteinander. Oh, es ist schon spät. Sie muss jetzt gehen. Schade. Auch die sind ja auch süß, ne? Sind zusammen spielen. Dann kann die Gute ja schon schlafen gehen. So, Raoul kommt auch nach Hause. Aber dem geht's eigentlich echt gut. Wow. Er hat einfach Angst, dass ein Verwandter krank wird. Das ist irgendwie richtig süß. Vielleicht können die beiden ja gleich mal zusammen ein bisschen spielen. Weil er braucht auf jeden Fall Logik und dann können die hier zusammen spielen. Das ist ja gut für deren Beziehung, dies, das. Das wäre doch mal eine Idee. Zurzeit ist halt irgendwie so sehr langweiliges Family-Gameplay, aber manchmal finde ich das auch eigentlich ganz schön. Wollt ihr nicht mal irgendwie Licht anmachen hier? Sie ist auch schon wach. Das ging fix. Hi Riley, kann ich Raoul sprechen? Ja, ich möchte kein Spielemagazin lesen, danke. Sie ist so süß. Können wir vielleicht nochmal unsere Freundin anrufen? Weil wir wollen ja Besties mit der werden. Yay, sie kommt vorbei, wie schön. Ach, ihr seid so süß. Oh, sie möchte direkt Fangen spielen. Süß. Erstmal über die Straße rennen, man kennt. Sie wünscht sich einfach so, dass sie einen höheren Logiklevel erreicht. Und dass sie gegen Raoul gewinnt. Und das ist einfach perfekt, weil er braucht ja auch Logik. Und dann, wenn die jetzt einfach regelmäßig zusammen spielen. Optimal. Auch wenn er gleich schon wieder arbeiten muss. Ich hoffe, er kommt da jetzt durch, ne? Oh mein Gott. Nein! Kann er denn jetzt noch irgendwie sagen? Moment mal. Er kann die Arbeit auch jetzt anrufen und sagen so, ja... wir nehmen Urlaubstag, oder? Weil das ist jetzt irgendwie suboptimal. Manu ist krank. Ja, es ist krank. Gute Besserung. Haha. Ja. Danke. Die spielen schon wieder Fangen. Großartig. Oh, ich glaube, die sind jetzt gerade Besties geworden. Sie würde aber noch gern noch bessere Freunde sein. Chips und Dips Platten. Können die aufhören? Uns die ganze Zeit nach irgendwelchen Magazinen zu fragen? Kannst du aus dem Bett von deiner Tochter rauskommen? Also manchmal bin ich echt überfordert mit euch. Nein, Kind, nein. Sie macht einfach den Napf von dem Kind, also von dem Hund hier sauber. Was ist denn da? Von dem Kind, wollte ich gerade sagen. Geil. So, Noelle geht jetzt. Das ist aber auch in Ordnung. Die muss ja auch irgendwann mal nach Hause, ne? So, sie darf auf jeden Fall auch schon wieder schlafen gehen. Ist wieder soweit. Wie jemand mitten in der Nacht angerufen wird, ey. Lass mich in Ruhe. Bin ja gespannt, wie lange sie hier noch hat, ne? Weil, ich meine, muss diese Leiste hier komplett ausgefüllt sein? Oder wie sieht das aus?
Ich habe keine Ahnung mehr, wie das lief. Ich habe ja auch ein bisschen Angst vor dem Tag, bin ich ehrlich. Wünscht sich einfach Müsli zu essen, süß. Riley muss gleich zur Schule. Aber ihr geht's ja richtig gut und so. Also von daher, ich mache mir da keine Sorgen mit ihr. Wer bist du denn? Michelle Wanders. Ich glaube ja nicht, dass wir deine Begeisterung für Spiele nicht bemerkt hätten, Raoul. Als kleine Belohnung darfst du jederzeit bei Spitzenspiele vorbeischauen und dich so richtig austoben. Ein bisschen creepy, bin ich ehrlich. Ich finde süß, dass sie sich immer winken, wenn die dann irgendwie zur Arbeit oder zur Schule gehen. Das haucht dem Ganzen halt nochmal ein bisschen mehr Leben ein, ne? Sieht einfach vier Freunde fürs Leben. Also, das ist voll krass mit ihr. Was hat sie sich denn für ein Buch genommen? Erziehung. Oh. Na gut, ist vielleicht nicht ganz verkehrt, ne? Während die zwei beiden hier dann noch schön lesen, werde ich dann aber so langsam auch mal den Part beenden. Ich weiß, es war jetzt vielleicht nicht besonders spannend oder so. Aber wie gesagt, manchmal braucht man halt einfach so ein bisschen langweiliges Family-Gameplay. Und dennoch haben die ganzen Menschen ja hier auch an ihren Sachen gearbeitet, um im Leben voranzukommen. Also von daher ist das, denke ich, in Ordnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!